Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online, One Tamriel und meinem kleinen Let's Play. Wir stehen hier mit der Mannschaft von der Kalin herum. Das heißt, nein, nicht von der Kalin, sondern von der Lerisa mit ihrer Mannschaft stehen wir hier rum. Genau. Und ja, wir hatten für sie ja so ein paar Sachen erledigt, ihr geholfen. Und jetzt muss ich überlegen. Ich gucke mal auf die Karte. Was machen wir als nächstes? Oder sollen wir schon gleich zur Captain Kalin zurück? Das können wir natürlich auch machen. Dann lasse ich jetzt hier dieses Nebenquest links liegen mal gerade. Ich würde ja doch ziemlich bald, ziemlich gerne zum Festland. Das wäre doch nicht schlecht. Also, wir gucken mal zu Kalin. Ich glaube aber, hier sind wir eh noch nicht fertig auf Strosmikai. Also, ich glaube, da kam noch was. Ich muss gestehen, ich weiß es allerdings nicht mehr so genau. Wir gucken mal. Wir treffen uns jetzt im Versteck. Wenn wir es finden. Wo sollen es sein? Ach so. Apropos Versteck. Ich muss dann noch zu so einem Hela-Dingens-Versteck. Gibt es die hier auch? Hab ich noch gar nicht geguckt. Oh, wir können hier natürlich fischen. Muss jetzt aber nicht sein. Wir latschen hier mal einfach quer durch. Hier liegt schon wieder was. Ein Dwemer-Teil. Das sammeln wir jetzt mal einfach auf, wenn es ihr auf dem Weg liegt. 2 von 4. Naja, wo sind denn die anderen? Oh, die sind dann doch ein bisschen weiter weg. Die 2 fehlen da noch. Nee. Das mache ich dann ohne Aufnahme, oder? Ist vielleicht besser. Eine Möwe. Oh, ich bin hier falsch. Kann ich, wenn ich hier durchschwimme, kann ich da an Land gehen wieder auf den Steg? Das wäre doch sehr praktisch. Wo ist eigentlich ihr Versteck? Old Man, was? Jared, mein Gott. Wenn du meinst. Wenn du meinst, wenn du meinst. So. Lambo habe ich ja vergessen. Nein. Die will ja auch was von mir. Dann reden wir mal mit der Guten. Es ist schön, euch in einem Stück wiederzusehen. Ja, danke. Heda, der Kapitän sucht euch. Ja, warum? Was ist denn los? Dank eurer Arbeit können wir mit dem Ding loslegen. Wir haben sogar ein paar zusätzliche Seeleute, die lautstark fordern, sich unserer Mannschaft anschließen zu dürfen. Ihr solltet oben mit dem Kapitän sprechen. Ach so. Ja, ich werde schon gehen und mit ihr sprechen. Ist recht. Mach mal. Was die diese Ansammlung von Freibeutern bildet die größte... begonnen. Die Spitze der Spitze. Die Spitze der Spitze. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Ach, Nicolene. Okay, sprechen wir erst mal mit ihr. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr jemanden gefunden, der uns bei diesem Beutezug helfen kann? Ja, ja, wir kommen ganz gut voran, denke ich. Ha, ich wusste, dass ihr es schafft. Wer braucht schon die alte Mannschaft, diese Verräter, wenn ihr uns helft? Ja, klar. Ich helfe doch immer gerne. So, die Mannschaft der Speerspitze haben wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt müssen wir... Ich bin verwirrt. Wieder raus? Wieso? Ach nein, das war nach oben. Entschuldigung. War ich gerade etwas zu... Die ist oben, oder? Da stehen sie doch. Der hat es aber eilig gehabt. Die haben nicht wirklich irgendwelche Quests gemacht, wenn die schon hier stehen. Oder? Mal ganz ehrlich. Eieiei. Ich meine, ich habe auch immer noch meine seelenberaubten Hose an. Dann reden wir doch mal mit der Captain. Wir haben eine legendäre Mannschaft. Höchste Zeit, Geld zu verdienen, nicht wahr? Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und was machen wir jetzt? Jetzt können wir mit der echten Herausforderung beginnen. Dem Beutezug. Was?
Das Ziel ist Bosek. Dieser schleimige Bastard wird endlich bekommen, was er schon lange verdient hat. Ja. Wir werden ihm seine Transportlogbücher stehlen. Transportlogbücher? Wirklich? Seine Transportlogbücher sind der Schlüssel zu einem Vermögen, meine Freundin. Mhm. Darin sind Aufzeichnungen über jedes Schiff, das hier angelegt hat. Jede Ladung, die hier gelöscht wurde. Und jedes bisschen Schwarzgeld, das Bosek eingestrichen hat. Und wie macht uns das bitte reich? Diese Aufzeichnungen sind ein Vermögen für König Faharajat wert. Sie sind der schriftliche Beweis, dass Bosek die Befehle des Königs missachtet und nicht damit aufgehört hat, bretonische Handelsschiffe zu überfallen. Wenn diese Papiere in seinen Händen sind, kann der König drohen, Bosek zu vernichten, falls er sein Treiben fortsetzt. Der König hat eingewilligt, für euch, für sie zu bezahlen, wisst? Auf jeden Fall. Sein Gesandter steht jetzt schon am Dock und wartet. Sobald wir ihm die Transportlogbücher aushändigen, gibt er uns ein Vermögen in Gold. Das Problem wird nur sein, in Boseks Palast zu gelangen, um die Logbücher zu stehlen und wieder mit ihnen dort rauszukommen. Das ist eure Aufgabe. Na super, danke. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und wie mache ich das bitte? Als erstes müsst ihr euch die Verkleidung eines Dieners besorgen, um in den Palast zu kommen. Die Papiere in der Kassette sind in der obersten Etage. Bosek hat den einzigen Schlüssel. Schüttet dieses Pulver in sein Getränk, dann schnappt euch den Schlüssel. Und dann? Die Kassette wird ständig bewacht. Die Wache ist zwar nicht allzu helle, aber der Mann wird trotzdem Alarm schlagen, wenn jemand versucht, die Kassette zu öffnen. Kümmert euch unauffällig um ihn. Ohne Blutvergießen. Wie soll das gehen? Bis ihr mit den Papieren zurück seid, haben Lambor und ich das Schiff fertig zum Ablegen gemacht. Okay, ich bin bald wieder zurück. Bis dann. Ja, sowas. Hinweise, sprecht mit Lisa der Wissen, sprecht mit Jakan, sprecht mit Naramo. Nein, ich will jetzt nicht duellieren. Leute. Ich hab noch nix. Ich hab nix zum Handeln. Hab doch erst alles. Oh, ja, egal. Hallo. Das ist faszinierend. Wusstet ihr, dass die Dwemer Geräte zum schnellen Zerkleinern von Obst hatten? Neramo, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Ich kann vielleicht meine Hilfe bei der Wache anbieten. Ihr wollt lautlos mit ihm fertig werden, ja. Richtig? Und wie sieht eure Idee aus? Ich habe dieses Gerät aus Shepper ausgebaut. Wenn man es drückt, löst es einen betäubenden Schock aus. Wenn ihr es für mich testen würdet, vorzugsweise am lebenden Objekt, wäre ich euch sehr dankbar. Also, das ist jetzt, glaube ich, sind die unterschiedlichen Varianten, wie man das ausprobieren kann. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal genommen habe. Also, ich habe ja diese Quests ja alle schon mal gemacht. Schon länger her. Etwas sehr lange. Nur, jetzt weiß ich nicht mehr, konnte man dann immer auswählen? Soll ich mal Shepper probieren? Ob das hinhaut? Warte mal. Ich frag mal die Dame hier. Wir sind ja ein ganz schön bunter Haufen, nicht wahr? Ja, ja. Was haltet ihr denn von Kapitän Kalins Plan? Sie hat recht. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um auch nur in die Nähe von Bosek zu kommen. Zum Glück habt ihr mich. Ja. Gebt mir nur Bescheid und ich kann dafür sorgen, dass mein Palast die Kleidung eines Dieners für euch bereitet. Ja, danke, das brauche ich. Ja, ja, ja. Mit Vergnügen. Trefft mich draußen vor dem Palast. Ich werde etwas Besonderes für euch aussuchen. Ja, danke schön. Sehr freundlich. So, dann reden wir noch mit ihm. Ein herrlicher Tag für eine Bootsfahrt, nicht wahr, meine Freundin? Besonders, wenn ich dadurch von diesem Felsbrocken hier wegkomme, bevor Bosek mir den Kopf abschlägt. Solltest du, Jakan, könnt ihr mir etwa helfen, vielleicht an Boseks Kassette heranzukommen? Ging Bosek das? Hat den Schlüssel immer um den Hals. Das wird ein Kinderspiel, ihn zu stehlen. Ich hole den Schlüssel von Bosek. Trefft mich hinten. Okay, mach mal. Holt eure Verkleidung und trefft mich hinten. Überlasst Bosek mir. Okay, das machen wir. Also dann nehmen wir auch den Miramo. Wir nehmen jetzt jede Hilfe an, oder?
Das wäre am sinnvollsten. Oh, ja, hallo. Ja, mach mal. Ich ja. Ich habe ja. dieses Gerät. Lasst mich ja. wissen, falls es noch... Ja, ja, ja. Dann gehen wir jetzt erstmal die Bedienstetenkleidung holen. Sind wir jetzt schneller als die anderen? Egal. Macht nix. So. Richtig, Milleril. Natürlich verdienen wir was dabei. Entschuldigung, dass ich mich so oft räuspere. Ich bin immer noch so leicht, ganz leicht erkältet. So, dann gucken wir mal, ob wir das heute noch hinkriegen. Weitere Ablenkung. Wie Ablenkung? Was meinst du denn? Guck mal, da ist ein Skelett. Heldin des Dominions. Die ist schon etwas weiter. Oder der, die das. Ich habe wenig Zeit zum Reden. Ja, ich auch. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Ich verlaufe mich ja so gerne in diesem Spiel. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ich hatte ja aufgeräumt und mir ja ein bisschen Platz gekauft. Ich habe jetzt 397 Gold. Habe ich denn immer noch nichts zum Umziehen gehabt? Fürs Beinsche? Abgetragene Wams. Achso, das war ja niedriger von der Stufe. Den Eisenkürer, das könnte ich eigentlich mal loswerden. Ach, warte mal. Vielleicht, das machen wir jetzt noch. Entschuldigung. Könnte ich jetzt was verwerten über? Verwerten. Weil wenn ich jetzt herstellen will... das ist... Was war mal denn? Ich wollte ein Schwert. Stufe 4. Was habe ich da? Die Machete ist Stufe 5. Und ist schon ein bisschen... Die Verzauberung ist schon ein bisschen hinüber. Komm, wir verwerten jetzt erstmal noch. Der ist natürlich toll, der Biedenhändler der Flamme. Und man kriegt doch ein bisschen was für. Aber es ist mir jetzt gerade sowas von Schnurz. Komm. Den verwerten wir jetzt. Und wir kriegen was. Yeah! Dann Rüstung haben wir auch noch zum Verwerten. Ups. Das war weniger gut. Und das auch nicht. Oh, verdammt. Naja. So. Dann. Also wir haben ja noch nichts gelernt. Jetzt einen Moment mal. Ja, die nicht. Nein. Man braucht ja immer die Gegenstände, um die Sachen zu analysieren, die Eigenschaften. Und hätte ich jetzt den Biedenhändler behalten sollen und die Eigenschaften lernen können. Wie unklug. Das war das nämlich. Das hatte ich mich irgendwie vergessen. Ich weiß auch nicht. Da kann man jetzt nicht maxen. Nix maxen, ja. Das kann man jetzt nichts maxen. Ich rede schon wieder totalen Stuss. So, Rot-Verdun-Stil. Dann nehme ich jetzt einfach einen her. Was soll das jetzt? Das ist doch wurscht. Ohne irgendeine Eigenschaft. Dann mache ich den jetzt Stufe 6. Ich glaube, ich bin ja Stufe 6, ne? Genau, weil Stufe 8 ist Quark. Sonst kann ich ja wieder nicht hernehmen. Dann stelle ich den jetzt mal her. Ich habe genau ein Sternmetall. Das ist, wow, total viel. Für den Stil, ne? Jetzt haben wir hier die verschiedenen Stile immer aufgelistet, wenn man da mehrere hätte. So. Hergestellt. Ein Eisenschwert. Und dann schließen wir. Und dann rüsten wir das Ganze aus. Wenn wir es denn finden. So. Sieht natürlich jetzt nicht so toll aus. Aber besser als gar nicht. So, jetzt gehen wir. Zacke die Zack. Wir wollen ja heute noch ankommen. So, über die Brücke, glaube ich. Hoffe ich. Meine ich, denke ich. Abgeschlossen. Besorgt eine... Trefft Lirissa und holt die Verkleidung. Ja, wo denn? Hat die sich schon wieder irgendwo hingezaubert? Mit ihrer Tarnung? Ja, okay, sie tarnt sich da. Okay, dann. Hallöchen. Na, sieh an, wer da zu Besuch kommt. Habt ihr eine Verkleidung für mich gefunden? Na? Oh ja, probiert mal diese an. Ich bin sicher, sie wird euch passen wie angegossen.
In der Zwischenzeit werde ich meine Durchsuchung des Palasts fortsetzen. Gerne, gerne. Mach mal doch. So, dann ziehen wir das doch an. Die Roben des Dieners, die kommen hier hin. Zack. Lauf aber trotzdem noch mit Waffen rum. Ist ein bisschen albern eigentlich, oder? Dann betretet Boseks Palast. Wir sind jetzt total unauffällig. Okay, fragt nach Oberhaupt Bosek. Wen denn? Da hinten. Okay. Ah, Julia. Hallo, Julia. Bei Onsis Knochen. Was denn jetzt? Habt ihr Oberhaupt Bosek gesehen? Mein Gott, guckt die böse. Hat euch auch angeschrien, oder? Er ist gerade da rausgegangen, um sich mit den neuesten Schlampen vom Festland zu vergnügen. No. Beeilt euch lieber und schenkt ihm nach. Ihr wollt ganz sicher nicht, dass er auf dem Trockenen sitzt. Okay, mach's gut. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Haben wir da gerade ein Rollenspiel am Laufen hier? Da hat sich einer hier hinten versteckt. Hallo? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ich will doch nur... Meisterhaft. Nee, das kann ich noch nicht. Da bin ich noch zu trottelig für. Kistchen. Dann betreten wir mal den Palasthof. Und gucken mal, was wir für den lieben Bosek machen können. Achso, den Schlüssel müssen wir noch holen. Den Schlüssel. Ja, Khan. Ja, was macht er denn da wieder? Ah, meine demütige Dienerin. Gerade halt rechtzeitig. Die Fresse. Was ist mit Bosek passiert? Mein lieber Freund Oberhaupt Bosek erholt sich von seinem Intermezzo mit diesen beiden lieblichen Damen. Mit denen hat man alle Hände voll zu tun. Und man weiß gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Mhm. Warum bringt ihr den Schlüssel des guten Oberhaupts nicht zur sicheren Verwahrung nach drinnen? Ja, gerne, das werde ich sofort machen. Gut ist er ja, ne? So, dann haben wir den Schlüssel und wir gehen in den Palast zurück. Also wenn wir das jetzt so ein bisschen ohne Hilfe gemacht hätten, oder wenn irgendwas schiefgegangen wäre vorher, oder wir nur die Hälfte gemacht hätten von den vorigen Sachen, dann hätte es sein können, dass wir etwas auffälliger hier durch den Palast donnern müssten. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Kassette finden. War die nicht hier? War das nicht die? Nee. Bettkassette. Bei meiner Ehre, ihr werdet für eure Verbrechen büßen. Wache! Nein, das war's nicht. Ihr werdet eurem Schicksal nicht entgehen, Verbrecherin. Nein, das war total idiotisch. Ich wusste es. Es tut mir so leid. Ich dachte, das wäre die Kassette gewesen. Ihr seid nun verrufen. Die Wachen wissen von dem Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt wird. Ja, das ist natürlich ein bisschen dämlich. Es klingt lächerlich, dass darauf ein Kopfgeld ausgesetzt wird. Aber es wird passieren. Das war übrigens ein Verbrechen. Das checke ich jetzt nicht. Ich dachte, das wäre die Kassette. Ich kann nicht glauben, dass ihr das getan habt. Wache! Meine Freundin. Oh ja! Versucht gar nicht erst zu fliehen, Verbrecherin. Die Wache wird euch kriegen. Hä? Lass diese Verbrecherin nicht entkommen! Ich check's grad nicht. Ich hab doch den Schlüssel. Das ist nicht die Kassette, ne? Ich hab das vergessen, Leute. Wie peinlich. Dwemer-Teil. Was interessiert mich gerade das Dwemer-Teil?
ganz ehrlich, Inhalt stehlen. Ich bin verwirrt. Ist es etwa oben? Das könnte natürlich sein. Da kämpfen sie auch schon fleißig. Okay, wir benutzen natürlich das Wimmergerät. Jetzt habe ich ein Kopfgeld ohne Sinn und Zweck wie Damlitch. So, abgeschlossen. Und jetzt gehe ich zu den Dogs. Und jetzt habe ich zwar Kopfgeld auf mir drauf. Mal schauen, ob wir da jetzt noch Ärger kriegen. Wenn wir rausgehen. Bei den Wachen. Vielleicht ist es ja verbuggt, dann kriege ich keinen Ärger. Man kann ja noch still hoffen. Ihr könnt nicht. Nein, zahlen. Ärger, ich zahle. Ja, ja, ja. Bezahlt. Ja, ist gut, ich zahle. Ich wusste, ihr würdet kooperieren. Ja, ja. Ihr seid nun aufrichtig. So leicht ist es, man kann sich immer freikaufen. Davon gehabt habe ich ja jetzt nichts, ne? Ich hab mich in der Schatulle vertan. Wie Beilitsch. So. Wir rennen. Was war denn das jetzt für eine Kackfolge? Ganz ehrlich, was habe ich denn für einen Blödsinn gemacht? Ich würde mal sagen, Satz mit X, oder? Das war wohl nix. Uch, ich bin hier schon wieder. Jetzt gehe ich immer diesen falschen Weg. Ich weiß auch nicht, wieso. Bin ich hier überhaupt richtig? Was machen die denn da? Die machen schon wieder Blödsinn. Ich habe immer noch keine richtigen Hosen. Ja, sehr schick. Macht schön Musik. Das ist sehr unglaublich. So, Kapitän Kalin mit meiner Frisur. Werte Freundin, willkommen zurück. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Naja, außer dass ich aus Versehen was Falsches geklaut habe, erst mich vertan habe in der Kiste. Dann ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt worden. Und dann habe ich endlich die richtige Kiste erwischt, wo der Schlüssel dann auch gepasst hat. Dann habe ich die Transportlogbücher rausgenommen. Ja, und draußen musste ich dann den Wachen Schmiergeld zahlen, damit sie mich gehen lassen. Tja, also hier. Okay, wir folgen dir. Wohin gehst du? Hier, Tarwab. Die Schiffsbücher, die Boseks Missachtung der königlichen Dekrete belegen. Gut, gut. Belegt mal schön. Wie soll ich dir folgen, wenn du so langsam gehst? Zeit zu gehen. Ja, ich will ja. Dann gehen wir halt auch. Mensch. Düpp, 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 düpp. Ich warte mal ein bisschen. Ich gebe dir Vorsprung. Hoch mit euch. Alle Mann an Deck. Mist, wo? Bereit zum Ablegen. Wie? Wohin denn? Wohin? Wohin? Ist es nicht schön? Guck mal. Der Leuchtturm oder was das ist, ne? Es gibt hier schon noch ein bisschen was zu entdecken eigentlich. Aber, naja. Ich habe meinen Clan vermisst. Was, Betnik? Nein, 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 nein. Moment, Betnik, da wollte ich eigentlich jetzt nicht hin. Sprecht mit der Mannschaft, bevor wir nach Betnik aufbrechen. Lernt sie kennen. Das wird eine lange Reise. Warum? Ich will nicht. Ich bin bereit aufzubrechen. Setzen wir die Segel. Dann brechen wir nach Betnik auf. Eine Orkinsel, die dem Bündnis noch nicht beigetreten ist. Ich hoffe darauf, das zu ändern. Lambur freut sich, nach Hause zu kommen. Sie wird sich vielleicht mit etwas Ale bei euch bedanken wollen. Mein Rat? Schafft ihr 6 Krüge, werdet ihr eine Freundin fürs Leben. Ja, okay. Na denn, auf geht's. Betnik, willkommen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht. Und das ist jetzt auch das Stichwort, denn ich denke, Betnik werde ich jetzt ohne euch spielen. Und wir sehen uns dann, meine ich, Dolchsturz wieder auf dem Festland in der schönen Stadt und starten da die nächsten Quests. Und ich hoffe, dass ich auch diese Extras mal dann zeigen kann, wie Homestead etc.
Und es gibt ja auch noch das dreijährige Jubiläum. So, wir sind hier auf Betnik angekommen. Das Kärtchen von Betnik ist so, ja. Das ist dieses Inselchen. Hier gibt es ein paar Sachen zu erledigen. Die werde ich ohne Aufnahme machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.